Guten Morgen. Es ist jetzt genau 8.47 Uhr und wir filmen heute mal von einer anderen Perspektive, habe ich mir gedacht. Ich habe euch nämlich gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich nicht auch mal im Garten filme. Und ihr hattet alle Lust drauf. Und weil es heute so monströs heiß ist, habe ich gedacht, mache ich das heute einfach mal. Guckt, wenn ihr mich schon begrüßt. Moment, ich zeige euch das mal eben. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Hallo. Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Kommst du mit? Hast du denn, komm? Werden wir also filmen, wenn das geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. In der Sonne. Was ist denn da los? Ist das so warm hier? Tja, das könnte schwierig werden. Aber irgendwie kriegen wir das wohl hin. Oh, jetzt ist es ganz schlecht. Ja, Leute, bin mir nicht ganz sicher. So würde es gehen. Aber ihr sollt halt auch einen schönen Hintergrund haben, ne? Der ist jetzt halt einfach grün. Lasst mich mal noch ein bisschen rumprobieren. Das ist schon schön, ne? So. Wir merken uns die Stelle.
ist der Garten, das ist super schön, das ist super groß und super viel Arbeit. Ja, aber wunderschön, wunderschön. Das einzige Problem ist, dass der Teich total ausgetrocknet ist. Oh, wartet mal, ich muss euch in die andere nehmen. Der Teich ist total ausgetrocknet, weil es halt so trocken ist. Und ja, das ist ein großes Problem, weil auch an dem Teich ein Bach mündet. Ich zeige euch den mal. Und der ist halt auch ausgetrocknet. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Der ist schon so stark ausgetrocknet. Moment, ich drehe euch mal kurz. Kleinen Augenblick. Der ist schon so stark ausgetrocknet, man sieht das schon gar nicht mehr, dass hier Gras und Unkraut und so weiter reingewachsen ist. Und das ist natürlich schwierig, ne? Wenn man sich überlegt, dass ein Bach eigentlich fließt, also dass sich das bewegt und irgendwo anders reinfließt, finde ich das schwierig. Es sieht niedlich aus, aber tja, das Wasser fehlt. Aber damit man den ganzen Rasen hier nicht selber mähen muss, wartet mal kurz, okay, das ist ein Apfel, der runtergefallen ist, damit man den ganzen Rasen hier nicht selber mähen muss, gibt es einen kleinen freundlichen Helfer, den ich Freitag genannt habe, weil man sich hier schon ab und an vorkommt, wie auf einer einsam verlassenen Insel, ganz allein zurückgelassen. Und den zeige ich euch jetzt mal. Darf ich vorstellen? Das ist Freitag. Guten Morgen, Freitag. An die Arbeit, an die Arbeit. Oh, aber halt schon. Die Äpfel müssen weg. Jetzt fährt er darüber. Ups. Ja, das machen wir jetzt mal schnell. Na, kommst du auch mal wieder? Guckt mal, wie das summt. Ich finde ja, man kann aus allem etwas Schönes machen. So, und jetzt aufs Land gehen wir nach oben und bauen hier mal alles auf, was wir brauchen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Wo bist du denn? Da oben? Hallo Pauli! Mein Gott, du siehst aus. Nun komm. Ja. Das sieht jetzt so aus, als wenn der da nicht runterkommt. Aber ich kann euch sagen, dass dahinter direkt ein Boden ist, wo er rausspringen kann. Warte, ich zeig euch das mal. So, Aslan, du hast jetzt die Arschkarte, du kannst da nicht mit. Da war er.
mal gerade drauf. Pauli, Pauli! Pauli! Ja, hallo! Hallo, hallo! Guten Morgen! Guten Morgen! Ne? Ja? Guten Morgen! Ja, du kleine Süße! Du kleine Süße! Kommst du mit? Hm. Ja, das stimmt. Ja. Komm, wir gehen runter. Nee, du musst nicht runtergehen. Ist ja unheimlich, wenn ich hinter dir gehe, ne? Ich kann ja schon verstehen. Hallo Aslan. Oh Pauli, komm, ich nehme den Aslan raus und dann kannst du runterkommen. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber Pauli hat gerade so einen Stunt gemacht. Der ist ab der Hälfte der Treppe direkt nach da oben gesprungen. Manchmal bist du schon ein kleiner Arsch. Kannst kommen, Pauli. Hallo. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist Pauline. Pauline ist die Schwester von Paul. Und sie klingt immer so, als würde man ihr ganz furchtbare Sachen antun. Ja, komm! Wo bist du denn? Linchen? Linchen, komm doch! Es ist ja furchtbar, ne? Es ist ja wirklich furchtbar. Wo bist du? Hallo, wo bist du? Wo bist du? Ja, süßer Pfötchen. Hallo, Linchen. Komm. Komm. Mein Gott. Tja, die Katze ist gesund. Sie hat nur nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das
ist halt wie bei Menschen auch, ne? Und jetzt gehe ich mal zu meinen Fellnasen. Hallo, hallo. Lucky, gehst du mal hoch? Ja, fang du mal auch noch an, die Paul. Komm hoch. Kleiner Schnusel. Du bist ein süßer Schnusel, ne? Das bist du. Ja, das bist du. So, wo ist denn das Ding? Wenn wir hochgehen. Wenn wir hochgehen. Zack. Ja, du bist ein süßer Schnusel.